Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video zu Worldstars. Ich habe vorhin ein bisschen Geld in die Hand genommen und habe mir den teuren Battle Pass geholt. Da hast du ja wohl ein paar Vorteile. Unter anderem habe ich einfach 10 Level damit auf einmal bekommen, also ich bin jetzt Level 20. Das heißt, zum Ende kann ich auch noch mehr Kisten freispielen. Und im Video heute würde ich dann ganz gerne... Ach, ich kann es doppelt machen, weil es Plus ist. Okay. Oh, ich kann es auch doppelt machen. Plus ist ja krass. Okay. Im Video heute würde ich ganz gerne mal Lou vorstellen. Ich habe ja gesagt, seit Monaten gefühlt, dass ich ja zu Lou die Hyperladung habe und ganz gerne mir mal die Hyperladung auch dann angucken möchte. Da fehlt mir nur das Level und ich dachte mir, heute dann Zeit für die Hyperladung. Plus, ich hole mir auch eine Star Power, weil ich glaube, ich habe mit denen noch keine Star Power. Und das ist ja immer ganz lustig, wenn ich eine Star Power oder ein Gadget hole, weil ich hole mir immer das Falsche. Na, aber jetzt hier mit dem World Pass Plus, da mache ich jetzt halt so viel Kohle. Ja gut, Blinkpunkt auslassen. Und ich habe jetzt 7000. Na, also ich kann mir jetzt ein bisschen was gönnen im Leben. Mir wurde auch gesagt, dass es im Shop ein Angebot gibt, was ganz gut ist. Und zwar kann man sich hier, das werden irgendwie 8000 Münzen sein, 8000 Münzen holen für 6 Euro. Nur mein Gedanke, also das ist ein gutes Angebot, aber 6 Euro sind immer noch 6 Euro. Und ich würde ungern 6 Euro einfach wegwerfen, Anführungsstriche. Dann machen wir mal Lou auf Level 11. So, Slushy-Sturm, Lou's Superskill friert Gegner im Wirkungsbereich sofort ein. Gegner, die auf Lou's Superskill-Bereich stehen, werden 33% schneller eingefroren. Ich gucke mir mal kurz an, wie schnell das Super braucht, um sich aufzuladen. Die Hyperladung braucht, um sich aufzuladen. Das lädt sich ultra schnell auf. Nee, das will ich dann, glaube ich, nicht machen. Also, ich weiß, also das ist wahrscheinlich das Schwächere. Aber ich hole es mir trotzdem, weil es tut mir leid. Da sind die ja auch schon halb eingefroren mit dem Gadget. Denkt dran, ihr könnt hier auch immer noch abstimmen. Ich glaube, das ist im Licht, das flackert so komisch. Okay, Moment. Lou ist halt, glaube ich, der beste Supporter im gesamten Spiel. Und deswegen macht es, glaube ich, schon Sinn, den zu können. Wäre, glaube ich, von Vorteil. Okay, ich muss mich auch wirklich mal dranhalten. Weil in einem Monat kommen ja schon wieder neue Hyperladungen ins Spiel. Also das wird bestimmt noch 4 Monate dauern, bis ich auch nur ansatzweise alles einmal gezeigt habe. Die Frage, ob Leute in 4 Monaten noch Bock auf meine Worldstars-Videos haben, das ist ja die größere Frage. Und ich will mal kurz über eine Sache reden. Und zwar, ich habe ja jetzt seit Wochen gesagt, dass ich Shelly auf 1000 pushen möchte. Das Problem meiner Meinung nach ist nur, die Maps, die wir jetzt... Die sind einfach nicht so gut, um da pushen zu können. Zumindest, wenn man nur mit random Leuten spielt. Ich warte noch auf die richtigen Maps, gerade bei Solo-Showdown, ne? Weil die 3 gegen 3 Spielmodi, die kannst du vergessen. Zumindest halt mit Shelly. Es ist übrigens nervig, dass Leute schon jetzt hier bei irgendwie 200 Trophäen Buschcampen. Der auch. Das heißt, die machen mir jetzt weniger Schaden. Oh, die machen mir noch genug Schaden, um mich zu killen. Okay. Falls ihr, by the way, neu seid, ihr dürft auch mal sehr gerne ein Abo da lassen. Nur die Hälfte der Zuschauer von diesem Video haben überhaupt abonniert. Ich habe auch immer noch ein Gewinnspiel, das wird übermorgen aufgelöst. Ne? Am Sonntag wird das aufgelöst. Und wer dann nicht mitmacht, der kann nicht sagen, oh, da hättest du es mal erwähnt. Ich habe das 1000 Mal gefühlt erwähnt. Geht auf meinen Kurzvideo-Tab. Das Video heißt original Ich verschenk was. Klickt das an. Und alles Weitere wird da erklärt. Wer da nicht mitmacht beim Giveaway, selber schuld. Ne, wer keine Gratis-Sachen will, selber schuld. Ist aber so kacke, ne? 8 Leute. Da müssen wir jetzt weniger Schaden machen, ne? Oh, okay. Ach, Digga, Katze, du bist doch stupid. Wenn der Leon nicht ein Idiot wäre, hätte er dich gekillt. Deswegen Solo-Showdown ist einfach ein extrem unspaßiger Spielmodus geworden, meiner Meinung nach. Ich gehe mal nach Eliminierung. Sorry, der hat mal mehr Laune gemacht, als die Ränge auch wirklich mehr durcheinander waren. Ist halt in der jetzigen Form einfach ein bisschen anstrengender, weil wie gesagt, du bist bei 200 Trophäen und du hast Gegner, die da halt rumschwitzen. Als ob es hier gerade DFB-Pokalfinale wäre. Wobei Leverkusen wahrscheinlich nicht mal schwitzen muss, um den DFB-Pokal zu gewinnen gegen Kaiserslautern. Ich muss sagen, ich würde es Kaiserslautern gönnen, um kurz das als Hot-Take reinzuwerfen. Ich würde jetzt sagen, ich bin Leverkusen-Hater, aber Kaiserslautern einfach 50 Mal der geilere Club als irgendeine Werkself. Auch wenn es eine Werkself ist, die ganz gut Fußball spielt aktuell. Okay, ich habe aber gleich meine Hyperladung am Start. Und der ist instant eingefroren, wenn er davon getroffen wird. Oh, er springt weg. Sie springt weg, sorry. Aber das Gute ist halt echt, das Super lädt sich... Ne, Super, gut, das Super auch. Aber die Hyperladung lädt sich schnell auf. Das heißt, da hast du im Grunde nicht Probleme, die oft einsetzen zu können. Ja, die kannst du locker pro Runde 1-2 Mal einsetzen. So, Hyperladung. Du müsstest beide einfrieren damit, oder? Ah, nur ein. Aber der müsste tot sein. Let's go. Okay, Leute, hier rechts im Busch ist noch einer. Das ist eine coole Hyperladung. Gerade in 3 gegen 3 Spielmodi ist es halt richtig krass. Müssten wir haben. Im 5 gegen 5 macht es gerade sehr viel Laune. Man kann es nicht immer über Lou sagen, aber jetzt hier, das war sehr, 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 sehr cool. Würde ich sogar nochmal reinspringen. Ich habe das Gefühl, seine Support-Skills können da sehr gut glänzen. Super selten. Habe ich auch jetzt mehr Quest-Auswahl möglich? Ich kann nur noch 5 auswählen. Ich meine, ich könnte die Blinkpunkte auch jetzt übrigens ausgeben. Ich wüsste nicht für wen, aber wenn ihr sagt, ey, wenn ihr sagt, Charakter X hat einen coolen Skin, kauft den mal. Oh, wait, der ist cool. Weil Bonnie hätte ich ja auch Bock zu pushen, ehrlich gesagt. Wie sieht das jetzt aus? Ah, sie sieht cool aus. Vielleicht nicht heute,
Aber dann beim nächsten Mal. Und vielleicht hole ich mir wirklich noch das mit den Münzen. Ich switch natürlich hier nach dem Modus. Aber ist schon cool. Ich sollte vielleicht auch du Showdown dann eher auswählen, ne? Hilf mal da unten. Bist du überhaupt gewesen, Bibi, ne? Ja, okay, gut. Musst du tot sein. Im 5 gegen 5 im Grunde, wenn du ein guter Supporter bist, bist du ja schon gute Dinge am machen. Jetzt hier das Eis geworfen, da ist gut. Ich habe das Gadget nicht aktiviert, weil ich glaube, ich friere eh nicht ein, nur so ein bisschen verlangsam reicht. Hat übertrieben Map-Control gegeben. Lou ist einfach so ein guter Teamplayer. Ich würde ihn auch wirklich in Ranked auch mal ausprobieren. Das Problem ist halt nur, dass er, glaube ich, nicht so gut Solo-Carrying kann, oder? Überladung time gleich. Weißt du nur nicht, wohin. Einfach mal yeeten. Ja, ihr habt sie eingefroren. Eingefroren. Ah, das ist krass, das ist krass. Einfach zwei Gegner komplett eingefroren. Da nochmal. Alter, ist der gut. Ich weiß nicht, wie viel ich ihn hier pushen könnte, weil das, du bist halt abhängig von vier weiteren Leuten. Aber ich finde auch, das Value von Lou kannst du gar nicht so richtig in Kills festhalten, weil das Einfrieren und so weiter halt so krass ist als Supporter. Okay, ich würde sehr gerne noch weiter hier 5 gegen 5 spielen, aber ich will mir das hier an jedem Modus angucken. Das heißt, Brawl Ball ist als nächstes dran. Was soll ich mit den Juwelen eigentlich machen? Ich habe auch jetzt hier Ember bald. Okay, oh Gott. Dann die fummeln das kolossal. Die haben es fast gefummelt. Nein! Ich meine, es ist im Grunde egal. Oh, Alter. Krass. Wäre die gerade nicht eingefroren gewesen, wäre die einfach durchgedasht. Oh nein, ich habe Angst vor ihr. Nein, sie dasht weg. Ach. Melody ist so krass, ne? Steht für mich natürlich auch immer noch auf dem Speiseplan, dass ich Melody auf 800 pushen möchte. Wir haben auch eine Melody. Warum ist unsere Melody nicht so gefährlich? Come on, go, 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 go. Nein! Ich muss halt aufpassen. Weil ich traue mein Team jetzt nicht zu, dass die Melody irgendwie killen. Oder irgendwas Gutes machen gegen Melody. So, der ist eingefroren. Go, einfach laufen, einfach laufen, einfach laufen. Ich mach das, ich mach das, ich mach das. Oder mach einen Powerschuss auf mich. Was Gutes. So, boom. Let's go, drauf, 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 drauf. Nice, jetzt sogar seinen Superschuss gewastet. Wir haben es gewonnen. Let's go. Sehr gut. Alter Feng, was bist du für ein Baller? Oh, ich wurde geheilt von Brion. Danke, Brian. Okay. Ich habe ein bisschen meine Fähigkeiten rausgespammt. Aber ich glaube, es war nicht gut, aber es war jetzt auch nicht kompletter Untergang so. 11, so, jetzt kann ich abhauen. Gut. Ich hau halt nicht ganz ab, weil ich kann denen ja hier noch ein paar Hits mitgeben. Ich glaube, Hyperladung brauche ich nicht. Ich mach einfach mein Eis. So, das war's. Wir haben gewonnen. Nice. Chilliger Sieg. Ja. Also ich rufe mich jetzt auch mit Lou auf jeden Fall ein bisschen mehr ein. Ach, mit der Hyperladung auch überraschend viel Spaß, muss ich sagen. Also wirklich Gegner instant einfrieren können. Das macht sehr, sehr, sehr viel Laune. Mein Video gestern übrigens war auch nur irgendwie 9 Minuten lang. Und da haben Leute gesagt, Bardo, das ist nicht richtig. Du palst 15 Minuten an, dein Video wird nur 9 Minuten. Muss man sagen, ja, das stimmt schon. Ich will mein Video halt auch nicht künstlich strecken. Weil das Allerwichtigste ist natürlich, dass das Video meiner Meinung nach möglichst unterhaltsam ist. Wenn dafür die Videolänge halt leiden muss manchmal, dann ist das halt so. Ne? Oh, hä? Meine Augen waren nur nach rechts gerichtet und auf einmal werde ich von links angegriffen. Tick hingegen hat die Defensive ignoriert, um dafür am gegnerischen Turm 11% Schaden zu machen. Das ist einfach in der aktuellen Meta so. Okay, hast du die bessere oder schlechtere Melodie in deinem Team? Ist mir zu stupid. Tresor meine ich. Wow, den Bot habe ich ganz schön gezeigt, wer der König hier ist. Es gibt noch einen Skin, den ich sogar noch lieber mir holen möchte, als den Bonnie-Skin. Denn es gibt einen Skin für Ember, ich zeige ihn gleich mal. Der greift Ember mit Eis an. Kann ich mir den holen für die Dingspunkte? Ich kann mir den Skin nicht machen, aber ihr wisst, welchen Skin ich meine. Ach, komm noch weg. Okay, müssten wir aber holen. Haben wir gewonnen. Es gibt ja auch manche Menschen übrigens, die Pizza nicht mögen. Finde ich immer überraschend, wenn Leute sagen, oh, ich mag kein Eis. Oder, oh, ich mag keine Pizza. Das sind eigentlich so Sachen, die eigentlich jeder mag. Ich habe die Überladung nicht gekriegt. Ich bin zu früh gestorben. Deswegen ist es immer so ein bisschen, oh, du magst keinen Burger, du magst keine Pizza, du magst kein Eis. Aber es gibt Menschen, die das nicht mögen. Also wer irgendwas der drei Sachen nicht mag, du darfst dich gerne mal outen in den Kommentaren und sagen, warum du das nicht magst. Ich weiß nicht, wie der es carryen kann, by the way. Also in einen, oh, er kann es carryen. Mein Goat, geh nochmal für 2 Runden nach Eliminierung 5 gegen 5. Gut. Eingefroren. Ich habe mir halb eingefroren, Gadget noch aktiviert, um mehr einzufrieren. Oh, warte, sie ist low.
Nein, 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 ich war der Letzte, der gestorben ist. Wieso war da noch Nani bei uns im Busch? Bei mir hat ein Hit gefehlt. Ich hätte die Hyperlandung aktivieren können. Und das wär's gewesen. Okay, ich weise die Schuld vor mir. Wenn Feng da nicht gefummelt hätte, hätten wir das geholt. Das war nicht die Ankerpartie. Ich glaube, es sind Bots. Nicht die Ankerpartie. Zählt nicht. Einer ist Chris Carry You. Mal sehen, ob der uns carryen kann. Aber ich glaube, das ist eine Bot-Partie. Wir hatten nicht Banner und alles. Ist irgendwo das Markenzeichen von. Oh. Sorry. Markenzeichen von Bots. Wobei es ist zu knapp dafür, dass es eine Bot-Runde sein soll, ne? Ui, was tue ich da? Was tue ich da? Was tue ich da? Alle meine Teammates sind tot und ich renne einfach in 4 Gegner rein. Ich habe noch Gegner eingefroren in meinen Super. In der Hyperladung ist ein bisschen aufgeladen gerade. Also ich scheine noch Gegner getroffen zu haben. Eingefroren zu haben. Wusste ich, by the way, auch nicht. Aber anscheinend, du kannst auch die Hyperladung aufladen, indem du einfach Gegner einfrierst. Und die Einfrierung gibt dir dann ein bisschen Hyperladung. Ist gut. Der ist zu aggressiv gewesen, der Barley. Da bin ich reingelaufen. Okay, ich sterbe viel zu oft. Das ist doch eine Bots-Runde. Ich habe. Wieso struggelt mein Team gegen Bots? Das sind keine Bots. Die spielen zu intelligent. Da oben sind alle Angriff. Nicht eingetroffen. Nicht ein einziger weiter. Wow, 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 wow. Zwei Gegner haben wir jetzt halb gekillt. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Quadruple Takedown. Okay, ich meine, wir führen. Das ist okay. Aber es ist viel zu knapp, dafür, dass ich meinen Kopf das als Bot-Runde abgespeichert habe. Ein Takedown fehlt noch. Let's go. Ich habe den letzten gemacht. Okay. Gegner eigentlich zu gut für Bots. Letzte Runde. Letzte Runde. Uncut-Runde. Wenn ich die gewinne, kriege ich auch noch mal einen Star-Drop. Es sei denn, ich verliere die, das ist nicht die letzte Runde. Weil ich will den Star-Drop noch. Aber vielleicht letzte Runde. So. Mein Team gefällt mir nicht. Wir haben keinen, der auch mal mehr als nur einen halben Hit aushält. Macht ein bisschen Angst. Muss kurz regenerieren. Frank, du bist ein Idiot. Sehr gut. Sehr gut. Haben ein bisschen was eingefroren. Cool, 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 cool. Wird eingefroren. Die Hyperladung. Oh, das fiel auf einen Haufen. Eingefroren. Das war schön, das war schön, das war schön. Einfach Double Kill dadurch. Also ich habe den, glaube ich, nicht direkt gemacht, den Double Kill. Aber ich habe assistiert. Da oben ist noch einer im Busch, naja. Sehr gut, ich lebe noch. Ich habe auch mein Gadget versucht einzusetzen. Ich weiß nicht, ob ich damit eingefroren habe, wirklich. Die Runde jetzt ist sogar wirklich sehr chillig. Gute Runde für eine Uncut-Runde. Also, jetzt regeneriere ich aber mal. Ich habe genug getan. Wieso ist die Runde so easy jetzt? Die Runde gerade, wo ich meinte, oh, das ist eine Bot-Runde, die war viel schwerer. Ich friere den mal ein. Nochmal einfrieren. Ich habe mein Gadget nochmal eingefroren. Nochmal da oben werfen. Yo, okay, wieso sind wir so extrem am Kochen gerade in der Uncut-Runde? Der Devil will mich anrutschen. Idiot. Ich schwöre, das ist nicht die Bot-Runde. Das gerade war die Bot-Runde, glaube ich. Wir haben so rasiert. Geisteskrank. Absolut wild. Okay, nehme ich aber mit. Ich nehme eine Uncut-Runde, wo ich am Ende ganz gut aussehe. Na, oh, episch. Ihr könnt auch natürlich nach wie vor Feedback geben zur Musik, die ich halt einspiele. Weil ich versuche ja, neue Musik zu finden, einzuspielen. Ich gebe ja dafür, also beziehungsweise, ich habe ja dafür jetzt auch 100 Euro ausgegeben, um mir halt die Epidemic-Playlist zu nehmen. Da hast du halt viel mehr Songs, die du nehmen kannst. Und nochmal hier 2000 Münzen. Wir sehen uns aber bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Wie es auch immer zu Lu, ich muss sagen, die Überladung macht ihn sehr spaßig. Ich spiele gerne mit Lu ab jetzt. Lu ist cool. Bis dahin, Leute. Und ciao.